Ja, herzlich willkommen zu unserem Virtual Marking Podcast Analysen aus dem Netz. Ich versuche in wenigen Minuten mal zu zeigen, wie Firmen es im Netz unternehmen, ihre Produkte zu kennzeichnen. Ja, im ersten Teil haben wir über das Virtual Marking von Philips gesprochen. Und jetzt im zweiten Teil, da wollen wir über Best Practice bei Jenoptik sprechen, über das Dynamic Virtual Marking, DVM, was in Kooperation mit Xpath Products, mit Kramer und Hofmann eingeführt wurde, auch bei der Jenoptik. Und da gibt es einen Vortrag zu, der im Rahmen der Kundentage von Kramer und Hofmann von mir gehalten wurde. Der geht eine knappe Stunde. Ich versuche den Vortrag mal in 10 Minuten zusammenzufassen. Ich darf mich Ihnen noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Kienitz. Ich bin IP-Manager der Jenoptik Light and Safety und Geschäftsführer der Patentmanager.de GmbH. Dynamic Virtual Marking, ja, was heißt das? Die Abkürzung ist DVM. Eigentlich müsste das Ganze viel länger heißen. Die Abkürzung steht für Voraussetzung schaffen zur optimalen Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen Dritte. Patentverletzer zum Schutz ihrer Produkte. Ich berichte über den One-Fits-All-Sticker, das heißt, wir haben einen Aufkleber für alle Produkte, wir wollen die Fertigung schlank halten. Über das IP-Marketing werde ich an einer anderen Stelle mal berichten. Erschrecken Sie nicht, wenn ich so schnell durch die Folien klicke, die kriegt man aber auch über Kramer und Hofmann oder eben über mich auch in voller Länge. Die Ausgangsfragestellung ist, kennzeichnen Sie Ihre Produkte bezüglich Ihrer Schutzrechte und Patente hinreichend oder kennzeichnen Sie sie aufwendig und damit fehleranfällig mittels einzelner Patentnummern? Das wäre jetzt ziemlich obskur. Falls Sie weder das eine noch das andere machen, verwirken Sie im Falle einer Schutzrechtsverletzung auf jeden Fall die Ansprüche auf potenzielle Schadensersatzzahlungen. Und in den USA und Großbritannien zumindest und Australien entwickelt sich auch dahin, ist es verpflichtend, dass das Produkt gekennzeichnet wird, ansonsten haben Sie da keinen Anspruch. Schadensersatz. Gut, Schadensersatz ist in den USA besonders wichtig, weil da geht es natürlich nicht nur um irgendwie eine Schadenssumme als solches, sondern es geht um eine hohe Sanktionszahlung, die da im Falle einer Verletzung fällig ist. Und wenn Sie das nicht machen, schenken Sie was im sechsstelligen, ich sage sogar im siebenstelligen Bereich. Unsere Lösung, das ist One Fits All Aufkleber, das heißt ein Aufkleber für alle Produkte und auf dem Aufkleber steht dann, this and other products may be covered by patents, trademarks or design rights. Watch. Und dann kommt eben die Seite, wo man gucken soll. In dem Fall ist es die Seite iprights.report. Wir haben verschiedene Lösungen auch für kleine Produkte oder für Verpackungen. Dann nehmen wir dann kleinere Aufkleber. Wir haben mittlere Aufkleber und wir haben auch welche, die etwas größer sind. Die haben dann auch einen QR-Code. Ja, 35 US-Code 287, das ist der Paragraph, der seit 2011 in den USA das Ganze legitimiert. Seit Oktober 2014 ist das Ganze im UK übernommen worden. Und hier geht es darum, dass man eben einen Schadensersatzanspruch nur sichert, wenn man vorher auch eine Notiz gibt oder einen Hinweis, dass das Patent dass das Produkt gewisse Patente beinhaltet. Macht man das nicht, dann hat man seinen Schadensersatzanspruch eben verwirkt. Wie ist die Rechtslage in Deutschland? Gut, die Rechtslage nur auf Deutschland zu beziehen, wäre bei einem Global Player sicherlich ein bisschen kurzsichtig. Fraglich ist natürlich auch die Rechtslage, wie es in Zukunft in Deutschland sein wird und in der EU bezüglich Virtual Marking. Aber bisher besteht Schadensersatzanspruch in Deutschland auch ohne eine solche Produktkennzeichnung. Aber, es gibt ein großes Aber, es geht ja hier bei Virtual Marking um den Schutz gegenüber Produktpiraten und da sollte man natürlich aufs Strafmaß achten, dass man das vorbereitend zur Abschreckung maximiert. Und es sieht so aus, wenn ich Vorsatz nachweisen kann, nach der ZPO, freie Beweiswürdigung, dann kann das sehr wohl eine Auswirkung auf das Strafmaß haben und damit ist es ein besserer Kopierschutz. Ja, hier sehen Sie nochmal aus dem ersten Teil des Podcasts Virtual Marking am prominenten Beispiel von Philips und da muss man sagen, die machen es wirklich gut, aber eben nicht völlig automatisch, sondern eben manuell, der Rechtsstand, manuelle Updates,
Labs muss manuell herausgenommen werden. Keine Marken, das heißt beim Fertigungsprozess, den kann ich nicht schlank halten. Ich muss genau wissen, welches Produkt ich kennzeichne und welches nicht. Es gilt nur für US-Patente, keine UK-Patente. Vorteile vom Dynamic Virtual Marking ist natürlich die automatische Aktualisierung aller Rechtsstände. Daten müssen nur einmal angelegt werden, es muss nur ein Patentfamilienmitglied angelegt werden, die ganze anderen Patentfamilienmitglieder, die werden dann automatisch gezogen. IP Marketing, das ist ein Bollwerk als Schutzwall, White Labeling als Stichwort, verweisen auf eine Seite iprights.report, die hat also nichts mit der Jenoptik als solche zu tun. Es geht darum, wenn man Lizenzen geben will oder eben bei M&A-Geschäften, dass man eventuell veräußert wird und dann müsste man alles wieder ändern. Deswegen das White Labeling. So sieht der Aufkleber dann für die Jenoptik aus. Und hier wird auf die Seite www.iprights.report verwiesen. Die kann man dann als eingeben und dann gelangt man auf folgende Seite. Ja, zuvor noch, wie wird der appliziert, der Aufkleber. Die Empfehlung ist für alle neuen Produkte, die ein Typenschild besitzen, sollte er vorzugsweise in dessen Nähe appliziert werden. Bei Neuentwicklung ist er in die Zeichnung zu integrieren. Ansonsten kann man einfach Verfahrensanweisungen nehmen mit Beispielbildern zur Illustration. Und hier sieht man sehr schön bei unserem Blitz, da ist der auf dem Boden aufgeklebte Aufkleber neben dem Typenschild. Wenn ich die Adresse jetzt eingebe, www.iprights.report, gelange ich auf die Seite, werde ich umgeleitet auf die Seite der Jenoptik und da geht es um Intellectual Property of Jenoptik Lights and Safety. Und man sieht auch direkt unten dann den Link zum PDF. Wenn ich den Link jetzt anklicke zum PDF, dann erscheint das PDF, es öffnet sich. Ich habe die Möglichkeit, hier in der Inhaltsangabe einen Hyperlink anzuklicken. Und wenn ich mir zum Beispiel mich interessiere für das Produkt Trafistar S350, dann klicke ich den an und gelange dann direkt zu den Daten, zu den Patenten und Schutzrechten speziell für dieses Produkt. Die Produktdarstellung ist dann so aufgeteilt, dass wir erst die Patente auflisten, die Trademarks und die Designs. Das Ganze wird vollautomatisch aktualisiert, wöchentlich aktuell und man sieht den Status für alle Patente, ob es granted ist oder ob es pending ist. Ich sehe auch bei EP-Patenten die einzelnen validierten Länder in den grauen Bereich. Und wenn ich Trademarks und Designs anschaue, dann sehe ich, ob die registered sind oder eben nicht. Wenn sie nicht registered sind, Labs, fallen sie automatisch raus. Genau das gleiche bei Patenten. Hier sind Design Rules aufgeführt. Das Ganze, der Aufkleber bekommt eine SAP-Nummer, das heißt, wir sind in der Stückliste dann unterwegs. Es ist wie eine Schraube, wird das behandelt und dann darf das Ganze auch auf keinen der Produkte fehlen. Jedes Produkt, jedes Unterprodukt, jede Komponente, die eben ein Typenschild hat, bekommt dann so einen Aufkleber. Und wenn ich sehr kleine Produkte habe, dann bekomme ich auch den ganz kleinen Aufkleber. Sie sehen, der hat nur eine Höhe von 0,8 cm. Von der Schriftgröße muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu klein wird. Die Frage ist, wenn Sie noch gar kein Virtual Marking benutzen, dann würde ich bei Neuprodukten immer den Aufkleber mit den Zeichnungen Stücklisten nehmen, aber Bestandsprodukte, da sieht es so aus, dass Sie erstmal schauen können, welche Produkte gehen in den USA und UK. Sie müssen also nicht alle Produkte kennzeichnen von vornherein, nicht 100% muss erreicht werden, sondern man schaut erstmal an, gegen wen will ich überhaupt claimen, wo ist ein Produkt, was für uns sehr strategisch wichtig ist und dann fange ich mit denen an. Es reicht aber auch eine Fotodokumentation als Arbeitsanweisung, wo man sagt, wo der Aufkleber platziert wird. Wenn Sie jetzt Virtual Marking bereits verwenden, das ist natürlich noch besser, dann nutzen zwar das statische System, aber wie bei Philips gezeigt, dann wäre einfach eine Übertragung der US-Nummern in Expert Products notwendig per Copy-Paste. Und dann muss man wirklich sagen, DVM schützt wie ein Helm.
Kommen wir zum Herzstück. Das ist ganz klar Xpert Products von der Firma Kramer und Hoffmann. Und hier werden die Daten eingegeben. Das ist eine ganz einfache Sache. Wir haben nur 6 Eingabeschritten, haben Sie einen effizienten Schutz des Produktes. Sie geben die Herstellerbezeichnung ein. Gut, die haben Sie einmal, da Sie ja der Hersteller bleiben. Dann geben Sie Produktnamen ein. Die Patente werden aufgeführt. Da brauchen Sie immer nur ein Patent pro Familie. Dann die Marken und die Designs, das gleiche. Wenn Sie es eingegeben haben, können Sie es abspeichern und sind fertig. Der Vorteil ist, Sie haben eine übersichtliche Auflistung aller Produkte in Xpert Products und ähnliche Produkte können dann über Templates kopiert werden und somit ist das wirklich eine Sache von wenigen Minuten, bis die Eingabe pro Produkt erfolgt ist. Der Punkt IP-Marketing ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich jetzt nicht noch zusammenfassen möchte, sondern mal dem ein extra Podcast widmen möchte, was ich dann in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen vorstellen möchte. Ja, da winkt der Dr. Müller schon. Sie kennen ihn gar nicht. Ja, die Zeit ist leider schon rum. Lernen Sie ihn kennen unter www.iprights.watch. Vielen Dank.